7. Beim Spülen in der Maschine wird die scharfe Kante eines Küchenmessers immer poröser und stumpfer. Dadurch schneidet sie immer schlechter. Außerdem greifen Salze in der Maschine die Klinge an. Schon ein einmaliger Spülgang kann schwere Schäden an der Metalloberfläche verursachen. Deshalb sollten Küchenmesser immer von Hand gespült werden. Und am besten sofort. Denn die Klinge wird bereits angegriffen, wenn sie salzige oder saure Speisen nur berührt.